Ratet mal, was auf Platz 1 ist. Haltet das Video jetzt an und schreibt dann, was ihr glaubt, was auf Platz 1 ist. Kinderlein, was geht bei euch ab? Ich wurde schon des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal so ein Top 5, Top 10 Skins Video Gedöns machen kann. Und ich dachte mir, wisst ihr was, ich komme euren Bitte nach, ich mache so ein Top Video. Da ich es aber extrem schwer finde, so ein insgesamtes Ranking zu finden. Und zumal wir nicht genau abgesprochen haben, ob da auch Messer mit reinkommen sollen, die neuen Gloves oder wie auch immer. Dachte ich mir, ich gehe einfach die Sachen einzeln durch, ja. Also wenn ihr schon zwingend wissen wollt, was mir so gefällt, dann sage ich einfach für jede einzelne Waffe, was da meine Top 10 Skins sind. Beziehungsweise Top 5, je nachdem, ob ich genug überhaupt mag. Heute starten wir mit der USPS. Bei der USPS habe ich 10 Skins, die mir sehr gut gefallen. Und ich beginne jetzt beim 10. Skin und taste mich dann hoch bis zum besten, zu meinem absoluten Lieblingsskin. Auf Platz 10 ist für mich persönlich die USPS Blood Tiger. Die ist doch irgendwie ganz schick, aber hat halt schon dieses Lirum Larum. Verschmierter Kram, so wie diese blaue. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer gerne diese blaue spielt, diese blaue USPS. Ich kann es nicht verstehen. Auf Platz 9 haben wir die USPS Business Class. Die hat auf jeden Fall was, oder? Es scheint so, als hätte man einen Aktenkoffer damit dran genäht, beziehungsweise eben Leder dran genäht, damit sie sich besser anfühlt, besser in der Hand liegt. Also die ist schon leicht schick, finde ich, die Business Class. Die hat schon Stil. Auf Platz Nummer 8 ist die USPS Stainless. Ich weiß, sie sieht sehr einfach aus, also fast schon schlicht, wie der normale Skin eben auch. Aber dann wiederum doch nicht. Der fast schon glänzende Schlitten erinnert mich einfach an meine Jugend. Wenn man früher mit den Softairs rumgespielt hat und sowas, da wollte man ja immer, dass der Traum von jedem Buben war ein, oder auch von einigen Mädchen, war eine Softair, die komplett aus Metall ist, beziehungsweise wo der Schlitten eben aus Metall ist und so richtig zurückgeht und so und geil und boah. Also ich finde, das hat nach wie vor so einen gewissen Flair für mich, diese Waffe. Auf Platz Nummer 7 haben wir die USPS Road Rash. Sie scheint mal ein schöner Skin gewesen zu sein. Vom Namen her Road Rash macht sie sich schon alle Ehre, oder? Sie ist halt einfach über die Straße, ne, ihr wisst schon. Und gerade diese leichten grünen Akzente, die weiße Waffe an sich und dann vor allem noch der Schalli mit blauen Streifen drauf. Das hat irgendwie was von Barbershop hier. Wir haben ja auch schon festgehalten, dass uns weiße Skins so oder so gefallen. Deswegen ist die Waffe hier für mich auf jeden Fall auf Platz 7 in meiner Liste der Top 10 besten USPS Skins. Auf Platz 6, wie soll alles andere sein. Die USPS Guardian. Die habe ich selbst extrem lange gespielt. Sie ist halt so typisch CT, ne? Hier mit dem Diffuse-Kit und dann noch diesen Adler schwingen und eben diesem Logo. Das ist die CT-Waffe schlechthin. Für mich auf Platz 6 meines Top 10 Rankings. Und darauf folgt die USPS Torque auf Platz 5. Ihr wisst, die habe ich mindestens nochmal genauso lang gespielt wie die Guardian auch. Der Kontrast ist ja einfach richtig, richtig cool. Diese schwarzen Flächen, die praktisch gelb eingerahmt sind und dann die weißen Flächen noch hinzukommend, die dann wiederum den schwarzen Rand haben oder grau oder was es ist. Der sieht einfach cool aus. Das ist ein Schmankerl fürs Auge. Auch die Details, die da ausgearbeitet sind. Hier oben ist ein bisschen gelb. Hier ist nochmal so ein gelber Ring drumherum. Hier das Visier ist gelb und hier vorne. Diese, ihr wisst schon, Torque und sowas. Eingedrehte, na, da wird die Kugel nochmal angedreht, dass es richtig schön gerade fliegt. Gelb angedeutet oder beziehungsweise gelb ausgeführt. Also sehr schick. Auf Platz 5 dieser Skin. Und schon sind wir auf Platz 4 angelangt. Da findet sich die USPS Cayman oder Cayman. Cayman wahrscheinlich eher, oder? Da findet sie sich wieder auf diesem Platz. Waffen mit Tieren drauf oder Waffen, die an Tiere erinnern, sind eh immer ganz vorne mit dabei. Also würde ich sagen. Da ist so ein Cayman drauf, verstehst du? Ultra cooles Auge. Der sieht, in welche Richtung du die Gegner nutzt, ja? Hier vorne auch wieder schön ausgearbeitete Details. Was soll ich dazu noch sagen? Platz 4 hat sie sich verdient, oder? An der Stelle sei übrigens gesagt, dass das eben meine Meinung ist, also die Skins, ne, ihr wisst ja, die Schönheit der Skins liegt immer im Auge des Betrachters. Ihr könnt aber gerne dazu schreiben, ob ihr auch ungefähr der Meinung seid oder ob ich total einen Stutz labere aus eurer Warte heraus. Und dass ihr zum Beispiel sagt, Alter, die Blood Tiger ist auf jeden Fall auf Platz 1 und so. Könnt ihr gerne hier anfügen, wenn ihr möchtet. Aber der Kaiman kommt und beißt euch, wenn ihr Base seid. Auf Platz Nummer 3 haben wir die Stat-Track USPS Orion. Stat-Track ist wie gesagt eigentlich wurscht, da ist ein Sticker drauf, gut, das war jetzt nicht geplant. Aber egal, ihr könnt den Skin sehen, ihr könnt ihn erkennen und das ist einfach eine edle Waffe, ne? Hier oben diese anmutigen Blitze oder was es sein soll. Also es scheint wie, sie sehen wie Blitze aus und hier vorne mit diesen gelben Punkten. Das macht die Waffe extrem biestig, finde ich. Wie so eine Wespe oder so, von der man gestochen wird. Und wenn man von dieser Wespe gestochen wird, in den Kopf ist man halt tot, ne? Ich habe sie erst vor kurzem geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal, Monsieur, gell? Ich habe sie gerade heute wieder eine Runde gespielt. Also die spielt sich schon wirklich schick. Kommen wir nun zum zweiten Platz. Die USPS Cyrex. Ich bin dann einfach ein Cyrex-Fan, das wisst ihr ja. Ich hatte lange Zeit die M4 Cyrex oder wie sie heißt. Rot ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfarben, aber in Verbindung mit Schwarz bzw. Grau hat es einen extremen Mehrwert. Das sondert einfach diese Gefahr aus. Hier mit diesem Dreieck. Oh, wacht, ich mach dich tot und so. Also, hinten der Abzug ist rot. Hier ist einmal das Dreieck. Hier ist einmal das Dreieck. Da ist die Sicherung. Die ist auch rot. Es wäre cool, wenn man in dieser Skin an sich so ein bisschen noch sich bewegen könnte. Fällt mir jetzt gerade so beiläufig ein. Wenn man ranzoomen könnte, raus, hinten rum, drehen und hin und her. Das wäre nice, ja. Das war der Platz 2. Nun kommt der Platz 1, Leute. Es ist sehr spannend. Ich weiß. Ich mach mal eben hier Trommelwirbel. Ratet mal, was auf Platz 1 ist. Haltet das Video jetzt an und schreibt dann, was ihr glaubt, was auf Platz 1 ist.
Na, habt ihr euch schon gedacht? Die USPS Kill Confirmed. Die sieht einfach so nice aus, oder? Das ist ein so enorm geiles Teil. Der Schädel, ja, der da lachend einen fast schon anschreit und aber im gleichen Moment einen Headshot bekommt und die Stücke da wegfliegen. Und es ist scheinbar ein Drache drin, ne? Also es ist noch so ein bisschen so eine Anspielung auf die Hyperbeast, ne? Ja, es scheint hier wie so ein Drache da, sich durchzuschlängeln durchs Bild und hiervon dann eben mit der Kugel. Also das ist echt ein geiler Skin. Hier unten klebt sogar ein bisschen Blut dran. Es scheint zumindest so, als würde hier Blut dran kleben. Wisst ihr, damit hat jemand, der den Headshot nicht machen konnte, einfach den Gegner totgeschlagen. Das ist echt ein heißes Teil. Ich glaube, da kann niemand meckern, wenn er die aus Versehen mal zieht aus einer Kiste. Ne? Da sagt doch keiner. Guck mal, da hinten ist der Adler drauf. Ah, Mensch. Jetzt geht's aber los, habe ich gar nicht gewusst. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit sich da meine Vorstellungen mit euren Vorstellungen decken. Also was eben hier so die Top 10 USPS-Skins sind. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und auch, wenn ihr wollt, gerne eure eigene Top 10 reinschreiben oder eure eigene Top 5 oder Top 3. Ich bin da sehr interessiert. Dann kann ich dann auch so ein bisschen gucken, was ich vielleicht in Zukunft für Waffen spiele und hin und her. Also welche ich dann eher ausrüste. Dass ich auch vor allem mal Waffen spiele, die euch gefallen und nicht immer nur die Skins spiele, die mir gefallen, verstehst du? Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr gerne diese Serie weitergeführt haben wollt mit allen anderen Skins, dann gebt einfach Daumen nach oben, dann kann ich erkennen, wie es so angekommen ist. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben, dann kann ich erkennen, ob es euch... Verstehst du? Hallo, gell? Okay.